herzlich willkommen hier auf Mike TV mit dem Eisbären und dem Bio. Und zusammen spielen wir den Landwirtschaft zum Lande. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. So, aber der Eisbären hatte letzte Mal erzählt, er hatte mal wieder Anno 2070 gespielt. Genau. Dann müssen wir auch noch ein Spiel weiter spielen übrigens. Ja, nein. Das Spiel ist einfach nur langweilig. Ich habe mir das, das Addon habe ich ja auch, die Tiefsee, habe ich heute endlich installiert. Addon. Ist gut. Und ja, ich habe das schon mindestens ein halbes Jahr, glaube ich, und habe es endlich mal installiert, das Addon. Ja. Ja, man hat kaum aber Zeit, halt, ne? Kaum Zeit. Ich habe auch nicht lange gespielt, jetzt habe ich kurz ein bisschen, glaube ich, habe noch nicht einen Inhalt von dem Addon benutzt jetzt. Also, weil wann, wie, wo, was? Naja, das ist halt das Ding, ne? Es fehlt halt wirklich die Zeit, um die Spiele mal wirklich mal zu testen. Ich meine, ich merke das jetzt, ich hatte jetzt hier dieses Mad Games Tycoon schon bestimmt gute 2 Tage hier zu Hause und hab's einfach nicht geschafft, das mal irgendwie mal zu installieren und dann mal so rin zu schnuppern, wie es aussieht. Ja, und dann muss es natürlich schnell gehen, auch mit Let's Play dann oder Let's Check halt eher gesagt, ne? Ja, ja. Und da merkt man dann wirklich, wie krass das ist, wenn man wirklich keine Zeit mehr so wirklich hat, ja, so auch wegen Arbeit und hast du nicht gesehen. Da möchte man ja, dann doch gerne wie Spieleentwickler dann so Spieletester so als Beruf. Ja, das, da möchte man schon, ja, da kann man in Ruhe, ne? Ja, naja, du machst eigentlich genau das gleiche, wie was wir jetzt hier machen. Ja. Warum hast du eigentlich die Rasenfläche hier hinter der Straße noch mitgemacht? Das ist immer extra Rasen. Ja, aber die mähen wir nie mit. Jetzt mache ich sie. Nee, das Problem ist nämlich, man kommt da ganz schlecht mit dem Schwader ran. Weil da hinten nämlich ein bisschen sehr zerklüftet ist der Boden, sag ich mal. Uneben. Sehr uneben. So, was soll ich jetzt als nächstes machen? Feld 38, Gras ein? Nein, Feld ich mach das Feld 38 spritzen. Nicht. Was soll das spritzen, Mann? Nein. Spritzen ist doch schnell mit dem Riesenteil. Dann tu die Rasenfläche neben Feld 27 noch nehmen. Ich fahr jetzt spritzen. Ich werde doch nicht mähen. Hä? Ach, also doch nicht mehr mähen. Nee, ich soll ja spritzen gehen. Ja, du kannst die Fläche aber neben 27 auch noch mähen, wenn du willst. Ich will da plötzlich nicht mehr. Naja. Naja. Wo sind's da? Ich soll spritzen gehen. Doch, irgendwer machen. Wir haben auf jeden Fall schon eine ziemlich lange Spielsession jetzt aktuell, also nicht wundern, wenn wir jetzt auf manche Wünsche jetzt gar nicht eingehen können. Ja, weil wir durchaus schon jetzt sehr viele Folgen am Stück wieder aufgenommen haben. Mhm. Und genau, wenn irgendwelche Tipps noch kommen, dann könnt ihr die gerne natürlich drunter schreiben, wenn ihr Tipps habt, aber die Reaktion darauf folgt, wie bei allen anderen Spielen, die wir auch so machen, in der Regel immer erst ein bisschen später, weil wir die Folgen halt immer in der Regel im Voraus, weit im Voraus auch noch offen aufnehmen. Naja, weil es halt auch so zeitlich, ne, so einfach mal passt. Deswegen, wir haben nicht die Möglichkeit, jeden Tag jetzt immer schön eine Folge aufzunehmen. Also wir müssen das dann schon gucken, dass wir am Stück eine Menge aufnehmen und vorarbeiten. Deswegen, also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt irgendwas jetzt gesagt haben und da kommt keine Reaktion von uns, ja. Ist dann natürlich immer gut, sowas. Also, wie gesagt, in anderen Videos auch schon gemerkt hat von uns, dass wir halt durchaus darauf eingehen, aber es halt mal ein bisschen dauern kann. Also, ich werde natürlich fast ins Bienenhaus reinfahren. Das hätte den Bienen aber nicht gefallen. Ich antworte ja meistens ja immer, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, melde ich mich schon so per YouTube und so. Also schreibe schon eine Antwort drunter.
Aber wie gesagt, bis wir das hier so im Spiel jetzt richtig erwähnen können, ja, das dauert natürlich dann seine Zeit. Ja. Manchmal, wenn zum Beispiel irgendwas ist, ihr habt uns einen Tipp gegeben oder so, und da kann es auch schon mal vorkommen, dass wir es einfach vergessen. Sag euch, also meistens ist es ja so, dass wir euch ja den namentlich erwähnen, also mit euren YouTube-Namen. Genau. Für den Dank natürlich auch, dass ihr denn wisst, dass wir jetzt gerade euch meinen. Aber wie gesagt, manchmal passiert es dann auch, dass wir es einfach vergessen. Da dürft ihr natürlich dann auch nicht böse sein. Oder wir das sagen, jetzt sage ich mal, und jetzt euch aber nicht namentlich erwähnen. Das ist jetzt keine böse Absicht oder so, sondern es ist einfach nur, weil wir es vergessen. Weil wir Alzheimer haben beide. Naja, nicht Alzheimer, aber wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, Kopf voll. Ja. Das ist das Problem. Der Bio hat echt jeden Winkel hier gemäht gerade. Das hat Spaß gemacht. Ja, glaube ich. Hat gerade wahnsinnig Spaß mit dem Schwader, mit dem ziemlich breiten Schwader hinterher zu fahren. Tja, dafür kann ich nichts. Du hast gesagt, ich soll Rasen mähen, also mähe ich Rasen. Nee, ist bei mir selber. Bitte mal mähe ich selber. Ich brauche einen neuen Teamkameraden hier. Das geht so nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Du brauchst jemanden, der sich um die ganzen Schafe kümmert, um die ganzen Kühe und alles. Das nochmal. Du brauchst ja jemanden, der sich um die ganzen Schafe und Kühe kümmert. Das bin ich. Also von daher. Das kann aber auch der Peter machen. Vielleicht will der Peter das aber gar nicht machen. Nein, da können wir noch mal schnell sagen. Peter, wir drücken dir noch mal jetzt viel doll die Daumen, dass das mit deinen Let's Plays funktioniert. Offiziell ist er der Peter jetzt einer der Konkurrenz von uns. Aber wir sind nicht nachtragend. Und vortragend. Wie gesagt, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass das alles funktioniert. Dass du auch Abonnenten oder sagen wir mal, dass du auch so coole Abonnenten hast, wie wir sie haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, mein Ziel ist ja immer noch, also mein Ziel des YouTube-Kanals ist ja, dass wir so ja, einige Let's Player zusammenbringen, finde ich. So einen Kanal gibt es noch nicht, weißt du, sodass dann wirklich der ein oder andere Let's Player hier mit uns mitspielt sogar. Weißt du? Das ist so mein Ziel, unseren YouTube-Kanal hier. Du wirst zwar andere Vorstellungen haben, denke ich mal. Mag sein, ja. Ich habe keine wirklichen Vorstellungen. Aber wie gesagt, uns gibt es ja jetzt noch nicht ewig, ja. Vielleicht wird es uns auch gar nicht ewig geben. Durch irgendeinen Cheat, sage ich jetzt mal. Kann ja immer mal was passieren. Man weiß ja nie. Deswegen. Man weiß ja nie, wie der Bio sich zukünftig verhält. Nein, das ist ja nicht nur der Bio, das ist ja auch der Ice Dragon. Nein, ich bin. Aber es hängt ja auch wirklich. Ich habe den Hänger. Ja, es bringt jetzt nichts, wenn wir hier jetzt tausende Let's Plays jetzt machen und sich das aber keiner anguckt oder vielleicht nur zwei, drei Leute angucken. Bringst es jetzt nichts? Ja, ist der Aufwand dafür zu hoch einfach. Richtig, weil wir können ja auch einfach so weiterspielen, ohne das aufzunehmen. Wie gesagt, das Kommentieren, was wir hier machen, ist ja nun mal auch, aber wir überlegen uns halt schon immer so ein paar Themen, die wir mal so ansprechen wollen. Und da müssen wir halt, ihr wollt ja nun jetzt auch nicht ein Let's Play gucken, wo jetzt wir hier stumm sind und einfach nur unsere Arbeit machen und ab und zu mal hahaha machen. Sondern wir geben uns ja hier wirklich schon so ein bisschen Mühe, dass wir euch hier auch ein bisschen unterhalten, euch ein bisschen mit neuen Informationen hier füttern. So über alles, so ob es der Landwirtschaftssimulator ist, ob es irgendwelche neuen Technik-Sachen sind, neue Spiele. Und wir dann so eine Diskussionsrunde machen hier, wie mit jetzt der Simulation. Und da machen wir uns natürlich einen Kopf und das muss ja dann auch ein bisschen alles so durchgedacht werden. Und wie gesagt, wenn es halt wirklich nur zwei, drei Leute gucken,
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt schade. Wie gesagt, es halt, es macht halt wirklich Spaß, muss man ja dazu sagen. Ja, muss man halt gucken, ne, wo sich das halt so hinentwickelt, so mit unserem Kanal, sage ich mal. Ich bin zufrieden damit, wo du das andere Mähwerk abgestellt hast, ja? Das ist super. Weil da stand eigentlich vorher der Ballenwagen immer und der steht aktuell an der Kuhweide unten. So, was soll ich jetzt machen? Was weiß ich? Such dir was. Pampig. Musst du das nicht noch da irgendwie einsammeln oder so? Was meinst du, was ich gerade machen will? Aber das ist doch noch ja nicht. Das ist der Sammelwagen, den ich jetzt gerade habe. Ach so, du machst da keine Ballen draus, ne? Nein, mache ich Ah. nicht. Dann nur Gras. Und das bringst du jetzt praktisch denn zu. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt ein bisschen was verfüttern wieder auf jeden Fall. Ich mache das immer so gemischt eher, nicht wahr? Ich verfütter immer erst was und das, was übrig bleibt am Ende, das tue ich denn in der Regel benutzen. Na, um jetzt schon mal auf das Thema so zurückzukommen, so Zukunft unseres Let's Play-Kanals. Zukunft natürlich, also unsere Wünsche sind natürlich schon, dass wir weitermachen hier mit allem ganzen Let's Play und so. Wie gesagt, es macht uns ja Spaß, es macht uns auch Spaß, dass ihr wirklich Freude dran habt, wenn wieder eine neue Folge online kommt. Und ja, der S-Dragon, der ist wieder so stumm wie Stulle mit Brot. Ich lass dich einfach reden. Naja, aber es wäre vielleicht schon mal schön, wenn nicht immer nur ich reden müsste. Aber du redest so viel, das ist ja praktisch. Na, ich muss es ja auch, weil du ja nicht so viel redest. Ja, oder so, ich hätte nicht so viel, weil du so viel redest. Nein, ich bin einfach nicht so ein gesprächiger Mensch. Nein, wie gesagt, da haben wir natürlich auch unseren Spaß dran. Nicht unseren Spaß, unsere so Freude schon. Wie gesagt, weil das ja uns ja wirklich hier alles so gefällt. Das ist halt immer so eine Sache mit den ganzen Spielen. Wir überlegen uns natürlich dann, welche Let's Play-Projekte wir machen. Da ist ja natürlich der Space Engineer, der jetzt aktuell läuft. Dann haben wir ja noch Cities in Motion, wenn er bis jetzt mit der Folge jetzt vielleicht nicht schon sogar fertig ist. Weil so ein Endlosspiel ist ja auch nicht immer endlos. Irgendwann hat man ja doch alles gezeigt. Ja. Und ja, wie es auch zukünftig mit neuen Projekten aussieht, das ist ja auch noch ungewiss, weil ja, ihr wisst selber, was dieses Jahr rauskommt und das ist ein großes N mit X hinten dran. Deswegen, also kann ich das jetzt gar nicht so sagen, was aus unserem Kanal noch so wird. Ich weiß ja nicht, Ice Dragon hat ja irgendwann mal gesagt gehabt in der Silvester-Special-Folge, dass er auf jeden Fall auch irgendwann mal Singleplayer-Let's Plays machen will. Was aber wieder in so Sandbox-Spiel ist mit Survival, gehört halt jetzt nicht wirklich in die Simulationsecke. Vielleicht ändern wir auch irgendwann mal unsere Genre, dass es jetzt nicht mehr nur noch Simulation ist, sondern vielleicht dann auch schon wie jetzt halt in Ice Dragon Survival, Sandbox, Adventure. Auf jeden Fall weiß ich auf jeden Fall, bei uns auf dem Kanal wird es keinen Shooter geben. Nee, das definitiv nicht mehr. Das möchte ich nicht, gefällt mir nicht. Also Nee, ich auch nicht. ich spiele die Spiele halt und so. Also es wird auf jeden Fall keine Shooter geben. Rollenspiele dauern ewig lang. Also Nee, ich finde, Rollenspiele machen auch keinen Sinn bei sowas, weil wirklich, das ist viel zu lang. Man schafft oftmals auch in einer Folge, wenn man jetzt 15 Minuten macht, eine Folge, ah. dann schafft man es vielleicht gerade mal von einem Ort zum anderen zu laufen. Ja, das ist es ja eben, Und weil, wenn du ganz ehrlich, mal. da muss ich nicht zugucken als Zuschauer. Also das würde ich mir selbst schon nicht angucken. Und da sage ich mir auch, ne? Dann Ja. würde ich auch nur vorspulen und sagen, okay, jetzt ist am Ziel angekommen, ja, Folge zu Ende, okay, gut, die nächste. So nach dem Motto, weil, ne, ist. Ja, nur wenn man halt mal so an Skyrim zurückdenkt, wo die Welt ja schon riesig ist. Klar, die Spiele machen wirklich Spaß und so, wie gesagt, ich spiele sie auch. Ich spiele ein Call of Duty oder ein Battlefield.
Aber ich finde halt, sowas muss man jetzt nicht wirklich zeigen, weil ja, jeder spielt dann doch sowieso anders und Genau. so eine Kampagne innerhalb von 4 Stunden durchzuspielen ist jetzt auch nicht gerade der Knaller. Ja. Aber das besprechen wir in der nächsten Folge. Wir sagen erstmal schon danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bitte.